Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Hier ist Danielle Wakefield, Feel Already Media von der IWA 2023. Ich bin am Spartanblades Stand zusammen mit dem Georg. Hallo. Georg, du stellst uns jetzt zwei sehr interessante Produkte vor. Und zwar wäre das einmal dieser Dagger. Aber zuerst interessiert mich dieses Besteckset. Das hattet ihr noch nie im Sortiment, oder? Bei Spartanblades? Nein. Also es gab vor Jahren mal ein Chopstick-Set. Und ähnlich wie beim Chopstick-Set ist es hier so, in Zeiten der Nachhaltigkeit, keine Plastikbestecke mehr und das Holzbesteck funktioniert nicht, hat man ein Personal Dining Set. Okay. Das Personal Dining Set kommt aus der Spartan Blades Bronze Line, ist montierbar aus hochwertigen Materialien. Ich werde das gleich mal zusammensetzen. Du kannst weiterreden. Und ist für jeden Steakhouse-Besuch gewidmet. Andersrum. Oh, verkehrte Seite. Hopsi. Ist für jeden Steakhouse-Besuch geeignet. Es ist immer hygienisch und nachhaltig, sein eigenes Besteck dabei zu haben. Das war die Idee. Okay, und was hat es mit den Stäbchen auf sich? Ganz einfach. Wenn du die Stäbchen entnimmst und das Ganze umdrehst, hast du da feine Keramikabziehstäbe, womit du dein Messer kurz nachziehen kannst. Ah, okay. Das heißt, wie beim hochwertigen Küchenmesser auch, kann man das umbauen. Ich würde es kurz zeigen. Ja, unbedingt. Dann kann das hier montiert werden. Und dann kann ich das, Messer kurz vorm Essen abziehen. Und bin bereit. Mega. Carnivore. Du hast vorhin was von Chopsticks auch erwähnt. Was ja. hat es damit zu tun? Es ist so, die Homebase von den 5th Special Forces ist hier Okinawa in Japan. Und in Japan gab es so strenge Umweltauflagen, dass ein Pärchen Bambus-Essstäbchen in einem Restaurant wegen den Müllgebühren fast $90 gekostet hätten. Und okay. daraufhin gab es vor vielen Jahren hochwertige Titan-Essstäbchen. Und so hat der ganze Trend des Personal Dining Kits angefangen. Sehr spannende Story. Mhm. Der Hammer. Okay, dann machen wir mal weiter. Geht's weiter. Decker. Ja. Les George Design. Les George, bekannt für seine Formulierung von Dagger, Dagger, Dagger. Les George ist einer der Designer, wo Spartanblades gerne sich bedient oder inspirieren lässt und der Designs zur Verfügung stellt. Ein Ex-Marine. Und die Geburtsstunde des Raider Daggers war im Zweiten Weltkrieg durch die US Marines im Pazifik. Es ist auch ein Produkt aus der Bronzeline. Bronzeline, muss man hier dazu sagen, ist die Einstiegslinie von Spartanblades, noch ein Hauch günstiger als die Silverline. Grund ist hier Fertigungsort Taiwan. Man kann sich dran stören, aber was man hier für sein Geld bekommt, ist es definitiv wert. Von der Qualität wie auch von den Materialien. Was kosten die beiden? Bei dem Raider Dagger sind wir bei 189 € und beim Carnivore Dining Set bewegen wir uns um die 150 €. Das ist eigentlich das perfekte Geschenk. So ist es. Für Männer, ja, oder richtig. Frauen, die gerne Steak essen. Richtig. Richtig toll. Was ich besonders cool finde, ist, dass ihr wirklich für jede Preisklasse auch eure Produkte habt. Also es fängt bei relativ günstig an oder bei leistbar. Richtig. Und geht rauf bis zu High-End. Richtig. Es ist ja so, Spartanblades begann in der Gold Line. Unumstößliche Made in America Qualität. Umfangreiche große Garantien, hochwertigste Materialien. Aber man muss ja auch gucken, ich habe Leute in der mittleren Preisklasse oder ich habe auch Anfänger und ich habe Leute, die einfach nicht so viel investieren wollen oder können. Und die außen vor zu lassen, wäre gemein, ist ja auch unfair. Wäre gemein und unfair, richtig. Und so kann man alle Leute bedienen. Mega cool. Danke, Georg. Gerne. Wir hätten fast weiteres machen können.